Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 8. Tag 8. Eine Woche ist schon rum. Das heißt, heute ist mal Zeit für ein kleines Resümee. Das machen wir aber nicht jetzt hier. Jetzt zeige ich euch erstmal mein kleines Chaos. Also ich war jetzt 2 Nächte in Groningen. Ich glaube, so spricht man das aus. Das habe ich nämlich jetzt auch gestern gelernt. Ja, ich zeige euch hier immer mein kleines Chaos zu Hause. Bin hier gerade am Auf- und Umräumen. Auch wenn man gar nicht so viel Zeug dabei hat, Chaos entsteht sehr, sehr schnell. Ja, und das Wetter zeigt sich jetzt nicht unbedingt von der allerschönsten Seite. Meine Solaranlage wird zu einer Wasserkraftanlage. Ich weiß nicht, ob das großartig funktioniert. Das Zelt ist wohl auch ein bisschen nass. Mal schauen, ob es dem Hund gut geht. Der ist mittlerweile übrigens richtig entspannt in seinem kleinen Zuhäuschen. Normalerweise, früher, wenn ich das hier aufgemacht hätte, wäre er jetzt schon rausgesprungen. Macht er jetzt auch, aber in Ruhe, ne? Der Hund, warte, ich hole dich vorne raus. Na gut, genau so habe ich mir das auch gedacht. Ein Strecki, guten Morgen. Barney, wollen wir heute weiterfahren? Ja? Ja. Gestriger Tag war doch richtig schön. Hab dann auch dieses Open-Air-Konzert gefunden, was total nett und angenehm war. Auf einmal wollte mir da jeder ein Bier ausgeben. Das war ein bisschen schwierig. Das kam ich nämlich ziemlich betrunken wieder hier an. Hab aber auch hier auf dem Campingplatz übrigens, der Campingplatz absolut zu empfehlen. Richtig gut zu empfehlen. Schön natürlich und trotzdem nah an der Stadt. Und selbst das Essen ist hier gut. Und wer schon mal in den Niederlanden war, weiß, gutes Essen zu finden. Barney, hier bleiben. Herr, gibst du eine Hasche? Merci beaucoup. Weiß, dass gutes Essen selten ist. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, genau. Ich hatte gleich gestern wieder so ein kleines Problemchen. Und zwar war mein ganzes Stromkonzept funktioniert im Moment nicht, weil keine Sonne. Das heißt, meine Powerbanks sind leer, mein Handy war leer, mein MacBook war leer. MacBook konnte ich im Restaurant gestern laden. Ich habe aber irgendwie mein Ladegerät, also das Steckernetzteil für mein Handy verloren oder ich werde es vielleicht gleich wiederfinden. Also hatte ich heute Abend keinen Handyakku. Was habe ich gemacht? Bin mal hier zum Nachbarzelt gegangen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz mein Handy laden, für eine halbe Stunde in der Zeit duschen gehen. Und dann saßen wir da auch wieder bis um eins. Und der Adrian und Melanie, ich komme aus Hamburg. Adrian hat heute Geburtstag, haben wir also noch reingefeiert. Das war sehr, sehr lustig. Nicht, dass ihr glaubt, ich bin der einzige Verrückte, der sowas macht. Mein direkter Nachbar hier auf dem Campingplatz ist hier auch mit dem E-Bike unterwegs. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es gute 4 Monate jetzt und über 8000 Kilometer. Und ja, er sitzt jetzt gerade hier ein bisschen fest, weil das Bike mal wieder ein bisschen in die Inspektion muss. Aber da sieht man schon, das ganze Ladungskonzept ist doch durchaus etwas erweiterter als bei mir. Kann ich mir wahrscheinlich die eine oder andere Idee noch abschauen. Wobei, bisher funktioniert meins auch, aber ich merke natürlich Schwachstellen. Ich komme nicht an alles so super gut dran. Besonders gut finde ich hier auch den Ständer, das ist nämlich der Schirm. Ich glaube, der Originalständer hat er mir auch gestern erzählt, der hat sich irgendwann mal verabschiedet. Ich bin gespannt, wie lange meiner noch hält. Ja, also bin ich der Einzige, der auch mal Fahrrad fährt. Ja. Ich packe jetzt hier mal das Geraffel wieder zusammen. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich werde wohl noch einen Kaffee trinken. So, wir verlassen gerade den Campingplatz. Der ist übrigens da hinter dem Wald. Also wir sind hier wirklich im Stadtpark in Groningen. Ich hoffe, ich spreche es mittlerweile richtig aus. Ja, Ziel ist jetzt erstmal Richtung Westen einfach stumpf weiterzufahren, Richtung Friesland. Das lag bisher gar nicht auf meiner Tour. Eigentlich wollte ich von hier mehr oder weniger Luftlinie durch Amsterdam fahren. Aber 200-300 Kilometer mehr oder weniger ist ja auch nicht schlimm. Jetzt ist schon wieder mein Navi egal. Ich will jetzt einmal um den Pudding fahren und euch das mal zeigen, wie schön das hier ist. Umkehren auf Campingplan. Ich kehre ja gleich um. Ja, erstes Ziel wird heute auch mal sein, ich habe mir gestern einen Topf gekauft, damit ich mich mal selbst mit Nahrung versorgen kann, weil tatsächlich laufen mir doch die Kosten ein bisschen aus dem Ruder. Ich habe schon gehofft, dass ich irgendwie so mit 30, 40 Euro am Tag gut durchkomme, aber tatsächlich liege ich eher so beim Doppelten und das möchte ich jetzt auch nicht für die gesamten Wochen so machen. Das heißt, heute gibt es Nudeln mit irgendeiner Soße und als Luxusgut gibt es noch Parmesankäse, den werde ich mir heute noch besorgen. Ja, dann werden wir gleich mal einkaufen
auf dem Weg irgendwas. Mal sehen. Bisher sind jetzt 50 Kilometer für heute eingeplant, ein bisschen wahllos auf der Karte ausgesucht und werde auch auf jeden Fall offen für alles sein, was mir so begegnet. Also ich habe jetzt ja schon gelernt nach der ersten Woche, dass ich mich nicht hier jetzt nur ans Navi halten sollte, sondern halt auch bereit sein sollte, meine eigenen Pläne, Entscheidungen, Änderungen zu machen. Aber hier aus der Stadt raus werden wir das Navi jetzt mal nutzen. Und dann gibt es hier halt genau diese Schilder, sind das hier. An denen müsste man sich einfach orientieren und dann fährt man halt die wunderschönen Radwege. Da hat mir jetzt gestern auch noch jemand eine App empfohlen, Feedscope oder sowas. Feed ist Fahrrad. Irgendwas mit Fahrrad. Also es ist halt so eine Navigations-App hier für die Niederlande, dass du halt möglichst auch auf den schönen Wegen fährst. Mal gucken, ob Komoot das auch so macht. Links. Ja, da ja. Thank you, Al. Ja, gerade mal folge dem Weg 5 Minuten aus der Stadt Kilometer raus. Man sieht sie auch schon nicht mehr und schon in der Natur. Und es ist ja nichts Neues, dass ich Natur wohl lieber mag, ne? Aber ich muss trotzdem nochmal sagen, Rauningen hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte eine richtig schöne Zeit hier. Auch in der Stadt habe ich mit ganz vielen Leuten mich nett unterhalten. Mal gucken. Ich muss auch mal gucken, ob ich vielleicht diese ganzen persönlichen Begegnungen doch ein bisschen hier auch auf dem Kanal einfließen lassen. Die machen natürlich für mich, für die Reise alles aus. Es geht mir natürlich nicht nur hier schön rumzufahren, sondern diese ganzen Begegnungen, das ist das, warum ich auch alleine reise. Ne? Ich tue mich ehrlich gesagt noch ein bisschen, fast einen Hund überfahren, ein bisschen schwer da irgendwie nach so einer tollen Begegnung zu sagen, du, kannst du das mal nochmal in die Kamera sagen. Mal gucken, wo es da der Weg hingeht. Ist ja hier alles noch am Anfang und mal schauen. Das versprochene Resümee. Wir sind jetzt ziemlich folge exakt. Dem Weg 350 Meter. Mal ruhig, bitte. Danke. Ich schaff das alleine. Wir sind jetzt ziemlich exakt, fast auf die Minute genau, eine Woche unterwegs. Der Kilometerstand ist bei 401,5, jetzt 6. Also knapp die 400 Kilometer gerade überschritten. Ja, als erstes kann ich schon mal sagen, es ist wirklich ab der ersten Sekunde wirklich einfach nur genial. Das fing schon wirklich in Bremen an und es wird jeden Tag noch besser. Es ist so gut, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. So viel Spaß macht das, so toll ist das Ganze. Was es natürlich für mich besonders macht, sind diese vielen, vielen, vielen menschlichen Begegnungen, wenn man mit so einem Setup natürlich unterwegs ist. Es reicht natürlich auch, mit Rucksack und Hunderucksack durch die Welt zu ziehen. Man ist natürlich ein bisschen auffällig und man wird halt auch, ich sage mal, von einer gewissen Art von Menschen immer wieder angesprochen, nämlich Menschen, die selber viel gereist sind oder das machen wollen und so weiter. Und das ist für mich persönlich immer so wirklich das größte Highlight an der ganzen Sache. Aber natürlich auch die Natur, das Draußensein, das Draußenschlafen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem
früheren, wirklichen, wie auch immer, bevor ich das hier gemacht habe, oder auch wenn ich nicht mit dem Dachzelt unterwegs bin, dass ich eher bis 5 Uhr morgens programmiere und dann bis 12 Uhr Folge schlafe. Dem Weg 300 Sobald Meter. Ich draußen schlafe, ich werde halt um 6 Uhr das erste Mal wach. Ne? Und manchmal kann ich dann noch bis 7 Uhr ein bisschen die Augen zumachen und dann geht's halt los. Und das Gleiche ist abends, sobald die Sonne untergeht, ist mein Tag halt vorbei. Und es tut auch wirklich mal wirklich, wirklich, wirklich gut, mal wieder so ein bisschen im Rhythmus der Natur zu sein. Dann kann man auf jeden Fall schon mal sagen, in der ersten Woche hat mein Konzept der Energieautark mit Solarzelle, das hat einfach mal komplett gar nicht funktioniert. Also sicherlich, ich habe jetzt 3-4 Mal auch meine Akkus über dem Weg 2,6 Kilometer die Sonne vollgeladen, aber ja, so viel Sonne war halt auch nicht und da geht das Ganze nicht auf. Das heißt, ich bin jetzt auch umgeswitcht auf immer da, wo ich Strom habe, sei es ein Café, ein Restaurant oder auch ein Supermarkt, da lade ich mich, solange ich da bin. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, lade ich mich voll, nehme alles mit, was ich an Strom kriegen kann. Ist natürlich trotzdem toll, das Solarpanel und die Powerbank dabei zu haben, weil ich dann natürlich meine ganze Technik wenigstens laden kann, sprich MacBook, Powerbanks und was man nicht alles so braucht. Jetzt links aus Tegel. Ich folge jetzt den Schildern für den schönen Radweg. Und ja, der ist schön. Schön schwierig für mich. Aber ist cool. Ein bisschen anspruchsvoll, deswegen ist auch der Hund jetzt erstmal draußen. Weil, oh, da hat es schon geknatscht hinten. Aber wir müssen hier immer durchkommen. Ich will jetzt nicht bei jedem so ein Ding absteigen. Ja, ist wirklich schön. Also ich habe jetzt Komoot praktisch beendet als Navigation. Das hat jetzt für heute ausgedient und habe jetzt vor, einfach diesem Radweg Nummer 9 so lange zu folgen, wie er Richtung Westen geht. Da komme ich nie durch. Das geht nicht. Oh Mensch, aber ich kann hier vielleicht über den Hof. Haben die einen Hund da? Da ist ein kleiner Zaun. Ja, ich kann es ja mal probieren, aber das kann ja nicht klappen, ne? Ja, ich gucke einfach nicht nach hinten. Doch, das könnte klappen. Das könnte echt klappen, glaube ich. Barney hier! Ey! Kannst du nicht den mal? Bist du wahnsinnig? Bist du nicht zu Hause? Ey, das klappt genau. Das darf aber hier kein Millimeter dicker oder schmaler sein. Ja, das wird noch lustig auf diesem Radwegen, glaube ich. Die haben natürlich einen Hund. Barney muss auch erstmal jetzt gleich hier markieren, dass er da war. So, das haben wir geschafft. Jetzt geht der 9er Fahrt, geht da weiter. Oh, der Hund, sie ist auch nicht so erfreut, dass wir... Barney, hier lang! Oh, Alter. Ja, vielleicht schalte ich auch gleich wieder Komoot an, ne? Das ist schon jetzt ein bisschen nicht so einfach. Oh, oh nein, Dornen, die sind gar nicht gut für meine Regenjacke. Das habe ich schon rausgefunden. Böse Dorne, böse Dorne. Dann habe ich nämlich sonst eine Siebkleidung. Das bringt ja auch nichts da mehr. Puh, das ist aufregend. Aber wirklich auch schön, muss man ja sagen. Aber natürlich gleich dreimal so anstrengend. Ich glaube, da sollte ich jetzt nicht durchfahren. Jetzt sollte ich da auch noch nicht durchfahren. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Aber jetzt gleich kommt er mit dem nächsten. Also, los.
Ja, jetzt ist auch echt mal Ruby on Trails, also das ist schon geiler. Auch viel langsamer natürlich, aber das wollte ich ja auch. Ist cool, gefällt mir. Also jetzt werde ich mal ein paar Tage einfach diese Radwege abfahren, die halt dann irgendwo hinführen, ne? Ich weiß halt nicht, ist das, heißt das, ich soll geradeaus? Das weiß niemand. Ich finde, ich sollte geradeaus. Hoi. Hi. Is the horse in house here? I only understand a little bit. Oh, I'm from Germany. Yes. Yeah, I would say it is. This is a house from the... For the dog, yeah. Joop hier bleiben. Yeah. So a holiday. Yeah, not holiday, but a long journey. Oh, yeah. To Amsterdam and then... Oh, sorry. Yeah, okay. Oh, yeah, 2,700 kilometers. Hmm. But now 400 kilometers are done, for almost 500, and 2,000 kilometers left, 2,200. Yeah. But these roads are very difficult because of the barriers. Yeah. Now success. Thank you. Bye bye. Es gab jetzt noch mal eine kleine Arbeitszwangspause. Da hinten, auf so einer Bank. Und eigentlich war ich ein bisschen müde. Ich habe jetzt auch noch mal eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt kommt aber so irgendwie der erste Sonnenstrahl des Tages mal durch. Und ich glaube, das soll zum Abend hin auch wirklich schön sonnig werden. Und ab morgen auch die nächsten Tage. Ja, das gibt auf jeden Fall dann doch noch mal ein bisschen Motivation, noch ein Stückchen zu fahren. Ich habe mir heute Morgen auf der Karte so einen See angeguckt, wahllos. Und bin... Ja, schon mehr oder weniger absichtlich habe ich versucht, in die Richtung zu fahren. Aber ich bin jetzt tatsächlich auf dem letzten Radweg, der genau auf den See zuführt. Das sind, glaube ich, auch nur noch so 2, 3, 4 Kilometer. Das heißt, dass heute auch der kleine Akku, der komplett geladen war natürlich, heute ausgereicht hat. Und der ist jetzt sogar, naja, der blinkt so zwischen 40% und 60%. Also sagen wir mal erst bei 40. Ich versuche gerade hier ist irgendwie so ein See, da versuche ich irgendwie ranzukommen. Die Pfade werden auch deswegen ein bisschen interessanter. Ich habe langsam dolle Hunger und mir tut auch echt alles ganz schön weh. Ganz schön dolle. Also schön solche Pfade zu fahren, macht Spaß, ist auch schön langsam. Das hier ist jetzt der zweite Akku, der ist immer noch naja, bei 80%. Aber es ist halt auch ungleich anstrengender. Und gerade so diese ganzen Vibrationen im Sitz sorgen auch dafür, dass der Popo ein bisschen mehr wehtut als auf den asphaltierten Straßen. Naja, man muss auch schon zugeben, dieses Gespann fährt sich halt auch auf solchen Wegen nicht besonders toll. Ja, ich hatte jetzt Ausschau nach einem Schlafplatz, wie zum Beispiel diesen hier. Und da ist er auch schon. Ja, fertig. Das ist perfekt. Ich wollte nämlich einen Tisch und eine Bank, damit ich mir jetzt meine Nudeln kochen kann. Ey, jetzt kein Witz. Also das war jetzt nicht einstudiert. Das ist jetzt kein Fake-YouTube. Das ist genau so gerade passiert. Ich habe genau nach einer gemähten Wiese gesucht, wo ich eine Bank und einen Tisch habe. Das ist natürlich jetzt mal geil. Mega. Ich bin richtig fertig. Der Hund ist richtig fertig. Komm raus. Der ist heute richtig, richtig viel daneben hergelaufen, was echt schön war für mich, weil es nicht so anstrengend war. Ja, das ist dann hier unser Schlafplatz. Ist jetzt nicht direkt am Wasser, aber ich glaube, da kann man vielleicht zu Fuß hingehen. Außerdem bedeutet Wasser ja auch Mücken. So, jetzt gibt es eine große Ladung Nudeln mit irgendeiner Tomatensauce und Parmesan und ganz viel Nahrung. Ich habe wirklich den ganzen Tag gegessen, aber ich habe schon wieder so einen tierischen Kohldampf. Also ich muss sagen, für das erste draußen essen in der offenen Küche ist das gar nicht schlecht geworden. Das ist jetzt der ganze Parmesan drin, aber das macht es nicht schlechter. So, gute Nacht euch.